Freunde, was geht? Anfang Dezember erschien endlich der GTA 6 Trailer, der wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Über 150 Millionen Menschen haben sich den jetzt schon angeguckt. Aber einer von diesen 150 Millionen Menschen, der kann scheinbar nicht genug von dem Trailer bekommen, nämlich Slack. Nein, die Rede ist natürlich vom Florida Joker, dem ich ja schon ein eigenes Video gewidmet habe. Denn Rockstar Games hat den Florida Joker einfach in den Trailer eingebaut, damit GTA 6 ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil den Indie-Publisher Rockstar Games noch nicht so viele Leute kennen. Zumindest sagt das der Joker. Und außerdem droht er ja Montag mit einer fetten, dicken Anzeige. Nicht Spaß, also er drohte schon mit einer fetten, dicken Anzeige, aber den Montag, den habe ich jetzt nur wegen dem Drachenlord mit reingenommen. Und by the way, finde ich, es gibt auch immer mehr Parallelen zwischen dem Drachenlord und dem Florida Joker, aber jetzt legt erstmal die Füße hoch, macht euch einen heißen Kaffee, bevor ihr die Füße hochlegt und viel Spaß mit dem Video. Wie immer gilt natürlich, wenn euch das Video gefällt, gefällt euch das Video und das gefällt mir. Wenn ihr wollt, drückt auch noch unter diesem Video auf Gefällt mir, denn das gefällt mir auch. Also jetzt nochmal ganz kurzer Recap, falls ihr jetzt gar nichts vom Florida Joker gehört habt. Im GTA 6 Trailer sah man ja unter anderem diese Szene hier von einem jungen Mann mit lila gefärbten Haaren und einzigartigen Tattoos vor einer Sheriff-Marke stehen. Und Rockstar hat in dem Trailer ja auch ziemlich viele Real-Life-Anspielungen versteckt. So war es auch nicht verwunderlich, dass der NPC aus dem GTA 6 Trailer eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Florida Joker hat. Und der Florida Joker ist eine Nischen-Internet-Bekanntheit, welche im Jahre 2017 durch Social Media gezogen ist. Denn im Jahre 2017 zog er nämlich als Passant im Autoverkehr stehend seine Waffe und fuchtelte damit ein bisschen herum. Das fanden die Spießer von der Polizei aber gar nicht so cool wie der Joker, also haben sie ihm eine 8 gegeben und mit auf die Wache gebracht. Kurz danach entstand dann auch dieser bekannte Mugshot hier, durch den er dann etwas Berühmtheit erlangt hat. Er sieht halt wirklich selten dämlich aus mit seinem traurigen Hundeblick, seinen verschränkten Armen und den schwarz tätowierten Augenpartien sowie der komischen Haarfarbe. Außerdem fand auch dieser Vorfall in Florida statt, also im selben Staat, in dem ja auch GTA 6 spielt. So dachte sich Rockstar Games auch 6 Jahre später, im Jahre 2023, komm, bringen wir den Kasper mal wieder zurück und präsentieren ihn jetzt im GTA 6 Trailer. Florida ist halt im echten Leben wirklich voller Deppen, nicht umsonst hat es der Begriff Florida Man zu einer eigenen Wikipedia-Seite geschafft und so erschuf Rockstar Games einfach einen Charakter mit gewisser Ähnlichkeit, affige Tattoos, komische Haarfarbe, dünner Lulatsch und dann noch vor einer comically large Sheriff Badge, also die Inspiration ist wirklich nicht leugbar. Das dachte sich auch der Florida Joker. Und so hat er vor ein paar Wochen angefangen, auf TikTok gegen Rockstar Games zu schießen und Entschädigung von Rockstar Games zu fordern. 1 bis 2 Millionen Dollar hätte er gerne für seine Leistung, so genau weiß er das noch nicht. So, jetzt weiß jeder, wer der Florida Joker ist und wofür er momentan bekannt ist. So gab es ja auch schon 2 Videos von dem Joker, die er auf TikTok gepostet hat und die auch schon ein bisschen die Runde gemacht haben, aber die Videos haben scheinbar noch nicht so viel gebracht, also geht der Top-Performer immer wieder weiter in die Aktion rein und produziert weitere Ansagen an Rockstar Games. Mittlerweile sieht der Joker aber nicht mehr so aus wie im letzten Video, sondern mittlerweile hat er einfach lilane Haare und sogar einen orangenen Gefängnis-Overall. Gönnt euch mal, was er in einem seiner TikTok-Videos fordert. It's your boy Joker 305, Raw Sugar Live. You know what's going on. Making worldwide news, killing the news for the last couple days. GTA, I'm giving you the biggest free marketing you got in entire history of running this GTA game. For that, I want an extra $1 million. Y'all taking forever to respond back to me. You see that? Find the other character. Find the other person in Florida they betrayed that character from. I'll wait. I will wait. GTA, we got to talk. You think I'm playing? You got 3 days. 3 days before my lawyers go crazy on this case. This is not like the Lizzie Lohan case. This is not like the Lizzie Lohan case. I got hard evidence. Hard evidence. Aber Digga, was geht bitte ab? Hat er seine Haarfarbe geraucht oder wie kommt er zu solchen Statements? In meinen Augen verletzt der schon fast die Rechte von Rockstar Games, der jetzt ja mit seinen lilanen Haaren und dem orangenen Overall ziemlich an den GTA 6 NPC anspielt und sich für diesen auch irgendwie ausgibt. Ich meine, er behauptet die ganze Zeit, er sei es. Also er profitiert vom geistigen Eigentum von Rockstar Games und ich finde, dafür sollte Rockstar meiner Meinung nach 1 bis 2 Millionen Dollar zustehen. Auch hat sich laut Bor Schartmann Christopher Nolan gemeldet und möchte jetzt auch 2 Millionen Dollar vom Florida Joker haben, weil er seinen Joker kopiert hat. Das Ding ist ja, er glaubt halt wirklich, dass er eine Chance hätte, diesen Fall zu gewinnen. Lindsay Lohan hatte 2014 ja auch schon versucht, Rockstar zu verklagen, weil sie angeblich zum Covergirl umgewandelt wurde. Da sagte der Joker aber recht sicher, wie er ist, dass es ja offensichtlich war, dass sie nicht gewinnen würde, weil auf dem Foto, wo man Lindsay Lohan sieht, sie ja gar nicht auf dem Strand steht und auch kein iPhone 4 in der Hand hält. Der Florida Joker und der NPC aus GTA 6, die seien aber beide vor Gericht gewesen und standen auch vor einem ganz großen Sheriff-Badge und daher wird der Joker auch ganz bestimmt diesen Fall gewinnen und ganz bestimmt
ganz viel Geld bekommen. Okay, aber im Video hat er ja auch gesagt, dass es eine Frist von 3 Tagen gibt und dann klopft Saul Goodman an der Tür von Rockstar Games und dann sind auch 3 Tage ins Land gezogen. Aber anstatt dass Saul die Tür von Rockstar eintritt, macht der Florida Joker einfach weitere TikToks. Diesmal hat er sich wohl irgendwo in einem Garten hinter einem Gartenzaun versteckt und macht weiter Ansagen an Rockstar. Hört einfach mal rein. It's your boy Joker Gang 305, Rockstar Live, GTA, GTA, we gotta talk Rockstar Entertainment, Rockstar Enterprise, we gotta talk. It's been 3 days, I contact my Jewish lawyer, just got off the phone with him, showed him this. That's Lizzie Lohan holding a digital camera with a bottle on her hand, sunglasses. In that character, she has a cell phone throwing the peace sign. That's not her, she had no case. I got a case. They took my likeness, they took my life, they took my story and made it to a video game. So GTA, them 3 days are up. Them 3 days are up. I already talked to my Jewish lawyer. He's coming to my house as we speak and we're building the biggest case on you. So if you don't contact me within the next 48 hours, we're taking legal actions. We're not playing with you. I gave you so much publicity. Millions and millions of people are seeing you. I'm getting harassed. You're the GTA 6 Joker. I'm not getting paid for this. I want my pain and suffering money. Now. Now, GTA. Digga, der Joke hat sogar Publicity für GTA 6 gemacht. Fucking Publicity. Und wenn ihr das Wort jetzt nicht kennt, nicht schlimm, das gibt's nämlich gar nicht. Er meinte nämlich Publicity anstatt Publicity. Auch heavy, dass er nicht nur einen Anwalt beauftragt, sondern gleich einen jüdischen Anwalt. Der ist sogar gerade auf dem Weg zu ihm. Und wenn Rockstar Games 48 Stunden später nicht endlich die 1 bis 2 Millionen Dollar überweist, dann gibt's richtig Ärger vom Joker. 48 Stunden sind ins Land gezogen und dann ist es wirklich passiert. Der Joker hat Rockstar angezeigt, Rockstar hat verloren, dem Joker musste Rockstar das Geld geben und GTA 6 wurde gecancelt. Nee, ich hab gelogen, 48 Stunden sind vergangen und es ist nichts passiert. Kein Geldregen, kein Luxusleben, noch nicht mal eine neue Ansage auf TikTok. Es scheint fast schon so, als wenn der Joker jetzt erkannt hat, dass Rockstar Games ihn nicht beachtet und ihm auch kein Geld geben wird. Vielleicht hat der jüdische Anwalt aber auch einfach gesagt, wie es ist, nämlich, dass Rockstar Games keinem Geld geben muss, da sie nichts Verbotenes getan haben. Einem NPC hässliche Tattoos zu geben, ihm die Haare zu färben und ihn dann verhaften zu lassen, ist nichts, was man urheberrechtlich schützen kann. Das ist einfach nur eine dumme Entscheidung gewesen. Und dumm sein darf auch leider jeder, da ist der Joker nicht der Einzige auf dem Planeten. Und das scheint der Megamind Joker jetzt auch eingesehen zu haben und scheint jetzt einen Imagewechsel einzuschlagen. Beleidigt sein und Sachen fordern, das hat nämlich nicht geklappt, also wird jetzt die Strategie gewechselt. Vorher war GTA nämlich ganz böse, böse, böse und doof, 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 aber jetzt ist GTA ganz cool, cool, cool und kann auch für Cloud herhalten. Denn jetzt wird der Florida Joker, der gerade mal seinen Mund weit genug öffnen kann, sodass er Wörter nuddeln kann, zum Rapper. Das ist natürlich die logische Konsequenz gewesen, völlig klar, wenn ich blind wäre, würde ich auch als erstes versuchen, Maler und Lackierer zu werden. Aber kam denn jetzt die Ankündigung zum Gangster-Rapper gut an? Immerhin hat er ja mit seinen 3 TikTok-Videos über 2 Millionen Aufrufe gemacht. Ja, nicht so, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier haben sich weniger als 2000 Leute den Trailer angeguckt. Das Ding ist, man merkt jetzt schon, die Halbzeit vom Joker ist jetzt vorbei. Das war eine Woche halt lustig, weil er Ansagen gemacht hat, aber mehr kam da halt nicht und er hat sich auch nicht weiterentwickelt. Er hat ständig nur dasselbe gelabert und nichts Neues gemacht. Jetzt kommt er zwar mit einem Rap um die Ecke, aber meiner Meinung nach ist der Zug jetzt lange abgefahren. Daher wird es auch keinen dritten Teil über den Joker mehr hier auf YouTube geben, da sein Fame jetzt einfach ausgebrannt ist und es nichts Lustiges mehr zu berichten gibt. Das Ding ist halt, vielleicht hätte er mit einer anderen Taktik mehr Erfolg gehabt als mit dem andauernden Meckern. Ich meinte ja auch im ersten Teil hier auf YouTube, er soll später einfach GTA 6 streamen und sich als Charakter suchen und dann vielleicht irgendwie eine kleine Fanbase aufbauen. Auf Twitter habe ich jetzt aber nochmals gelesen, was auch nochmal richtig schlau gewesen wäre, denn er hätte lieber versuchen sollen, Rockstar Games zu kontaktieren und nach einer Gastrolle zu fragen. Offensichtlich hat der Joker ja schon für etwas Aufmerksamkeit gesorgt, also es gibt wohl auch irgendwie eine kleine Community für den Joker und so ein Gastauftritt hätte sich doch auch vielleicht für beide gelohnt. Aber das wird nun nicht mehr passieren, Rockstar Games kam in seinen Videos ja nicht so gut weg, also werden die da wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf haben. Aber was denkt ihr denn jetzt? Wird er es noch zu einer Internetberühmtheit schaffen und wird er vielleicht auch noch seinen Geldregen von 1 bis 2 Millionen Dollar bekommen oder wird er bald wieder in der Irrelevanz verschwinden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, ich bin schon gespannt drauf und ciao!